Waldstein-Bierkurs. ADAC MX Masters. Zum Vollkross-Turnier hier Runde 3. Heim Grand Prix würde ich schon fast sagen. Gleich geht's in die Quali. Keine Pole Position. Zweiter. Erster Verlierer. Ich glaube, du hast dich zu sehr auf die Whips konzentriert. Auch, weil ich war ewig Erster bis zwei Runden vor Schluss. Und dann habe ich gedacht, komm, wenn es beschissen läuft, bist du trotzdem Zweiter. Und da dachte ich, ist nicht schlimm, für den Start. Und dann war ich Zweiter und dann hat es mich aber doch ein bisschen aufgeregt. Ein bisschen angesickt mit mir selber. Die letzte Runde habe ich so einen Fehler eingebaut. Die wäre, glaube ich, sonst schneller gewesen. Ich war jetzt 18 in meiner Gruppe. Ich glaube, in einer Sekunde wäre ich auf 3 gewesen. Kein Zoom-Bullet. Kein Zoom. Das ist fancy. Quali war richtig gut. Wir waren eine Zeit lang sogar auf 1. Jetzt am Ende war ich Dritter. Wir sind die schnellere Gruppe, heißt Gate Pick 5. Alle Streckenposten haben mich angefeuert und gejubelt. Das war so ein geiles Gefühl. Auf jeden Fall danke an die Fans jetzt schon mal. Wird ein geiles Wochenende. Und wie lange musstest du das schon nicht mehr machen? Jahre. Nade, Guillaume, Jacobi. Weil schnell, Stefan Ecke. Jeder von der Ruhe. Und wir vermissen da Ecke. Stefan ist gut vorgefahren, hat ein bisschen übergepusht an einer glatten Stelle. Vorderrad verloren und beim Stürzen hat er sich sein angeschlagenes Knie leider wieder ein bisschen verdreht. Ich dachte eigentlich, er fährt raus. So im Laufe des Rennens hat er sich noch Schmerz wieder gewohnt, wird ein bisschen besser. Und am Ende ist er auch echt gut Motorrad wieder gefahren. Also für die Schmerzen so richtig gut. I started breaking up, I started under the fence. Made quite a big crash, well, saved a big crash and ended up going in one of the fences and twisted my ankle that I had an injury back in 2018. But I know where it is, a bit of ice tonight and I'll strap it up tomorrow and should be good for the race, no problem. Tja. Start war eigentlich ganz okay. Das ist halt mein Trainingsmotorrad, weißt du? Und war ich eigentlich ganz zufrieden mit 3. Wäre natürlich gerne vor den 3 gewesen. Bin auch dann nicht so gut gefahren. Und dann hatte ich eine riesen Lücke zu Guillaume und Nagel. Und dann bin ich Stück für Stück besser gefahren. Dann Guillaume rangekommen. Letzte Runde oben war ich mal daneben. Also sind wir ineinander wieder so. Aber ich war halt den halben Meter zu weit hinten, um einen Blockpass zu machen. Aber ich bin trotzdem halt probiert, ne? Henry, guck mich mal an. Hört doch noch auf, ey, macht euch über jemand anderen lustig. Warum ist denn der Helm nicht gerade? Weil meine Abschnittsgefährtin die scheiß Polster vertauscht hat. Hier ist XS und hier ist wahrscheinlich M oder sowas. Kann ich doch nicht dafür. Liegt an meinen Angestellten. Das ist so scheiße. Das ist so shitty. Love my Japanese squeeze. Ah, Tag 2 Bielstein. Struggle ist ein bisschen da momentan. Ja, ist nicht so ideal beim Fahren gerade, aber ich hoffe einfach, dass wenn das Rennen gleich losgeht, das Adrenalin irgendwie reinkickt und ich mich dann da durchbeißen kann. How was your foot feeling after yesterday? Yeah, I made some strapping with the tape this morning. On the big jumps, it's quite painful when I land, but I think in the race with the adrenaline, I don't feel it so much. So it's all on the start, like we said yesterday, so. Auf der ist die Unterschrift, die es gibt. So, er muss dann noch mal ein bisschen an seiner Unterschrift arbeiten. So haben wir es bei Frau Rother gelernt. Nagel auf 12, Platt auf 13. Guillaume, der lässt nicht locker. Der setzt den Henry Jacobi hier weiter unter Druck. Und da der Sturz von Jacobi.
20 Minuten geführt, ne? Und dann beim Anbremsen lag ein Stein, habe ich zwar gesehen, dachte, passiert aber nichts. Nur leicht weggerutscht und dann... Zuschauer hier. Also das habe ich noch nie so erlebt. Ja, überall waren sie am Anfeuer in den Kurven drauf zu. Ne? Ich habe sie gehört, gebrüllt, geschrien. Ja. Schlechte Start gehabt, aber diesmal ein bisschen weiter nach vorne gefahren wie gestern. Jetzt 10. Ich bin zufrieden. Nicht so viel zu sagen, bin richtig gut aus dem Gatter gekommen. Und dann in der zweiten Kurve ist eng geworden zwischen ein paar Leuten. Da war ich halt auch dabei. Da habe ich mega viele Plätze verloren und ja, habe es dann nur noch weiter nach vorne geschafft auf 14. Es ist Henry Jacobi. Tobi Versandner von Guyot. Roll trotz einer Knieprobleme auf der Neu. Guck mal, der packt ihn aus, der packt ihn aus. Und Max Nagel ist der Profiteur. Und jetzt wird diskutiert. Stress. Liegt das an mir oder? Ja. Okay. Papa, ich habe nichts gemacht. Brauchst nichts zu tun. Aber der hat mich ja, wie ich Adam, hat der mir ja vom Helm gekloppt. Ja, immer nur so und hat vorne festgehalten hier so. Und ich hing dran wie ein Fisch an der Angel. Spannendste zum Schluss, ja. Habe ich es nochmal wissen wollen. Wusste vorher, dass ich, wenn ich das Rennen gewinne, Max Zweiter wird und Guyot Dritter, wusste ich, dass ich Gesamt gewinne. Und ich habe halt probiert, da ein bisschen darauf hin zu spekulieren. War am Anfang relativ solide Erster, habe dann aber gemerkt, ey, ja, alleine vorne fahren bringt nichts. Und dann habe ich die nicht jetzt kommen lassen, aber die sind dann halt gekommen, logisch. Und ich dachte, wir probieren dann zu dritten Rennen aufzubauen und uns gegenseitig zu pushen. Und dann ist mir Guyot schon zweimal ins Hinterrad gefahren. Auch im ersten Lauf heute schon ist er mir in der ersten Kurve gleich ins Motorrad gefahren, wo ich den Start gewonnen hatte. Und ich habe halt dann gewartet, bis er an mir vorbeifährt. Und dann haben wir uns berührt. Er ist eigentlich hingefallen, war aber dumm von mir, weil sein Lenker hat sich in meinen Kühler verhakt. Ich bin dann auch mit hingefallen, dann lagen wir zu zweit. Also man macht immer was verkehrt, wenn man auch selber hinfällt. Das ist Rule Nummer 1 eigentlich, sagt Ricky Carmichael auch immer deswegen. Sie erfolgreich aus allem Drama rausgehalten. Ja, war ohne Witz, ey, ich bin so erwachsen geworden. Ich habe keine Schläge verteilt, habe selber kassiert, habe Daumen nach oben gegeben. Völlig ironisch, hat ihn noch aggressiver gemacht, aber habe super reagiert bei dem ersten Mal, wo ich eines bekommen habe. Da hat er nur meinen Abreißer abgezogen. Dann hatte ich total klare Sicht auf den Fight und habe die ganze gesagt, ey, keep calm. Merkt man auch, ne? Ich bin selber von mir überrascht, wie erwachsen ich bin. I love the stones at Bilstein. About the fourth lap, there was a stone from Jordy's wheel. I have handguards on, but I seen it in the air. There was a big brick and it landed straight on my hand. I struggled for the race to hold on and hopefully it's not broken, but... Das sieht aus nach so einem Wochenende crossen. Ganz gut rausgekommen. Ersten zwei Kurven ist immer tralala, Tumult und so. Da habe ich mich ganz gut eingefädelt, ich glaube auf 11, 10 oder 11. Ja, alles in allem auf jeden Fall ein ganz guter letzter Lauf. Ging heute leider nur mit Schmerzmittel und so und Racing.